Die Welt brennt, aber Hauptsache die Zinsen steigen nicht mehr. Das ist das, was die Aktienmärkte derzeit interessiert. Und das wurde nochmal bestätigt heute durch Aussagen von Bostik, der allerdings schon vor einigen Wochen gesagt hat, ich bin gegen eine weitere Zinsanhebung. Aber das wiederum hat natürlich die Bullen gefreut, die sich sagen, siehst du, die Zinsanhebungen sind vorbei, jetzt wird alles schick. Und Sven Hendrik zeigt hier, what happens when the Fed is hiking, is done hiking. Also wenn sie fertig ist, dann steigen normal die Aktienkurse und die Anleiherenditen fallen wieder. Und da hat man sich auch nicht daran gestört, dass die Inflationserwartungen, die von der New York Fed erhoben werden, wieder angestiegen sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed am 1. November jetzt die Zinsen anhebt, ist jetzt nur noch bei 11,7%. Ich glaube, letzte Woche lag das noch so im Bereich 20-30%. Ist also deutlich nach unten gegangen. Hurra, hurra, Hauptsache die Zinsen steigen nicht mehr, was aber nicht bedeutet, dass die Zinsen fallen werden. Und schauen wir mal, wie jetzt denn dann vor allem morgen und übermorgen Erzeugerpreise und Inflationsdaten reinkommen aus den USA. Aber eine Einschränkung muss man geben. Wenn die Fed die Zinsen nicht mehr anhebt, ist das normalerweise gut für Aktien. Es sei denn, es kommt eine Rezession. Dann fallen die Aktienmärkte. Und die große Frage ist, was wird hier passieren? Der Bostik, der hier diese dovische Aussage getätigt hat, der hat gesagt, ja, da die Wirtschaft, die kühlt sich deutlich, deutlich ab. Das ist eine Umschreibung für Rezession, könnte man meinen. Aber so genau weiß man es natürlich nicht, wie auch immer. Es werden jetzt, oder wird sich natürlich der Fokus richten auf morgen PPI und das Fed-Protokoll, also die Erzeugerpreise und das Fed-Protokoll, und am Donnerstag dann CPI, also die Verbraucherpreise. Jetzt brennt die Welt, aber egal, Hauptsache die Zinsen werden nicht mehr steigen. Wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben jetzt den Israel-Krieg, wir haben vielleicht dann bald Kosovo, kriegerische Auseinandersetzungen. Wir wollen hoffen, dass nicht, aber was hier passiert in Israel oder was in Israel passiert, das hat heute eine neue Stufe wieder erreicht. Denn nicht nur hat die Hamas aufgerufen, dass am Freitag alle Araber und islamischen Nationen in Richtung Palästina marschieren sollen, also praktisch an diesem Krieg teilnehmen sollen. Das ist die direkte Aufforderung dazu. Massive Rocket Attack on Tel Aviv und andere Städte, gerade im Süden Israels, wieder extrem viele Raketen, die von der Hamas abgefeuert werden. Das an sich wäre nicht das Neue. Und auch nicht vielleicht, dass jetzt wieder Hamas-Mitglieder nach Israel eingedrungen sind, offenbar, nämlich in der südlichen Stadt oder in der südisraelischen Stadt Sderot. Und vor allem, was das Neue ist, und das ist die andere Qualität, ist, dass die Kämpfe zwischen der Hisbollah im Süden des Libanon und Israels an der Nordgrenze Israels sich deutlich praktisch intensiviert haben. Vorher hatte Hisbollah mal oder kam aus dem Südlibanon ein paar Raketchen, das war's. Jetzt sehen wir direkte Feuererwiderungen, es wurden Hisbollah-Kämpfer getötet. Das wiederum erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es eine direkte Konfrontation zwischen Israel und dem Iran gibt. Wir sehen jetzt Heavy Rockets hit Ashkelon und so weiter und so fort. Aber überall im Norden und im Süden Israels heulen die Sirenen. Das bedeutet nichts anderes, als dass Israel jetzt einen Zwei-Fronten-Krieg führt. Das wird auch die Amerikaner besorgen. Das heißt, wir erleben, wie die Dinge sich bereits jetzt ausweiten. Aber es ist ja entscheidend, dass die Zinsen nicht steigen, dann wird alles gut. Manchmal hat man das Gefühl, du könntest der Wall Street eine Atombombe auf den Kopf werfen, wenn dann kurz danach Jerome Powell sagt, naja, aber wir werden die Zinsen senken, dann wäre die Wall Street wieder gut drauf. Ja, also die haben praktisch da ein gewisses Elixier, kann man sagen. Die Amerikaner werden jetzt Spezialtruppen entsenden, die ausgebildet sind für Geiselbefreiung. Also wir werden dann in gewisser Weise amerikanische Soldaten auf palästinensischem Boden erleben. Und hier nochmal interessant auch der Iran. Da gab es ja viel Diskussion um diese 6 Milliarden, die von der Biden-Regierung bewilligt wurden an den Iran, der ja ohnehin vor allem seit dem Russlandkrieg seine Ölproduktion nach oben gefahren hat. Aber das ist die Haupteinnahmequelle. Deswegen kann der Iran eben die Hisbollah vor allem ausstatten mit Waffensystemen, aber eben auch die Hamas dürfte ohne die Hilfe vom Iran lange nicht so effektiv und so hochtechnologisch kämpfen können wie bisher. Kommen wir zu den Märkten. Und ja, hier sagt Markets in Mayhem, okay, wir sind über den 20-Tages-Durchschnitt beim S&P 500.
gekommen. Dadurch sind die Bullen am Drücker. MACD is moving more into positive territory und allgemein, und das ist, glaube ich, das, was absoluter Konsens ist. Wir werden eine Jahresendrallye erleben. Ich habe noch keinen gehört, im Prinzip, der sagte, vielleicht diesmal nicht, ja, also, aber nein, es ist der absolute Konsens inzwischen, dass wir eine Jahresendrally bekommen, und es passiert immer das, was die allermeisten glauben. Welcome to the year-end party, und ja, saisonal ist es eben meistens so, das stimmt schon, dass wir dann eben Richtung Jahresende eine Rally sehen. Wird es diesmal so sein? Fragezeichen. Noch jedenfalls sind wir, zumindest was den Kursverlauf seit Mitte Juli betrifft, in einem Abwärtstrend, haben also diesen Abwärtstrendkanal noch nicht überwunden, wenngleich natürlich jetzt hier was nach oben gegangen ist und wir vor allem die 200-Tages-Linie gehalten haben, aber da muss er drüber. Wir sehen hier rechts das SPY-ETF. Also praktisch das ETF auf den S&P 500, da sind wir jetzt genau in diesem Gap, das wir hier gerissen haben. Die Entscheidung steht noch aus, auch wenn wir natürlich beim S&P jetzt fast 4% seit Freitagmorgen gestiegen sind. Beim Russell 2000, der lange so schwach war, 4,4%. Und, pardon, wichtig, Asset Managers are the most long equities they've been in more than a decade. Also Asset Manager ohne Leverage Funds sind extrem long jetzt. Das ist ein sehr komplexes Bild, was wir bei der Positionierung jetzt sehen. Wir sehen auf der anderen Seite Short Interest, etwa im SPY, diesem maßgeblichen ETF, auf 3-Jahrestief. Das gleiche gilt ähnlich für den Triple Q, also das maßgebliche ETF für den Nasdaq 100, tiefster Stand der Puts seit Anfang 2022. Auf der anderen Seite sehen wir, dass CTAs extrem short in einzelnen Aktien stehen und eben teilweise wohl gezwungen waren, hier auch einzudecken. Also es ist auf der einen Seite jetzt so, dass das Put-Call-Ratio jetzt sich wieder deutlich Richtung Call verschoben hat. Einzelne Player wie CTAs aber noch sehr shortig stehen. Auf der anderen Seite jetzt kaum mehr eben Bären versuchen dagegen zu halten. Kleine Ausnahme vielleicht. Ich weiß nicht, ob es macht, aber jedenfalls ist er bärisch. Paul Tudor Jones, der damals die Finanzkrise vorzeitig prognostiziert hatte, der sagt, wir sind in einem Teufelskreis zwischen höheren Zinsen oder höheren Kapitalmarktzinsen, höheren Funding-Costs. Das wiederum führt dazu, dass wir mehr Schulden emittieren müssen über Anleihen. Das wiederum führt dazu, dass die Anleiherenditen steigen. Das wiederum führt dazu, dass die Zinsen faktisch steigen. Und das ist sozusagen eine nicht tragbare fiskalische Situation. Und siehe da, heute das US-Finanzministerium hat gesagt, dass die Anleihenauktionen für die 4-, 8- und 17-wöchigen Bills jetzt deutlich erhöht werden auf das höchste Niveau, das man jemals gesehen hat. Das heißt, hier werden die geplanten Anleihenvolumina, die hier auf den Markt kommen sollen, die werden jetzt nochmal deutlich aufgestockt. Aber wir sind natürlich jetzt total bullisch. Wir sehen, wir haben ja eigentlich diese Schulter-Kopf-Schulter, kommen jetzt an diese, oder sind vielleicht jetzt gerade an dieser Nackenlinie ein bisschen drüber vielleicht schon, dieses gebrochenen Aufwärtstrends seit Oktober. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Eines jedenfalls ist klar, wir sehen, dass US-Staatsanleihen jetzt volatiler sind als Gold. Das erste Mal seit ever, also das ist schon etwas Besonderes. Und wir haben vor allem zwischen den Anleiherenditen und dem S&P 500 eine extrem starke Übereinstimmung. Heißt also, wenn die Anleiherenditen steigen, fallen die Märkte, und andersrum. Heute sind durch die Aussagen von Bostik dann die Anleiherenditen, die sich zunächst wieder erholt hatten nach dem gestrigen Abverkauf, sind dann wieder runtergekommen. Eben aufgrund dieser dovischen Aussagen von Bostik. Manche sagen, naja, aber die Aktienmärkte sind doch gestiegen. Naja, sie sind seit Mitte Juli noch nach wie vor tiefer als Mitte Juli. Wir haben ja diese Entkoppelung gehabt, vor allem mit der Bankenkrise, zwischen den Anleiherenditen und den Aktienmärkten. Aber das ist seit Mitte Juli wieder eigentlich anders geworden. Und ja, die Notenbanker sind natürlich nervös, weil sie wissen, wahnsinnig viel muss ab nächsten Jahr gerade bei Unternehmen umgeschuldet werden oder neu finanziert werden, refinanziert werden. Hier sehen wir mal Maturing Bonds and Loans by Year, und da sehen wir, die Amerikaner vor allem sind stark betroffen. Was da also in 2024 alles dann neu finanziert werden muss, refinanziert werden muss, dann, wenn die Zinsen nicht deutlich fallen, zu deutlich höheren Zinskosten. Wir sehen auf der anderen Seite, gerade bei defensiven Sektoren im McLellan Oscillator,
Oder McLaren, Average McLaren Summation Index, genauer gesagt. McLaren ist ein sehr berühmter und cooler Charttechniker, der sehr bekannt ist in den USA. Hier sehen wir, dass die defensiven Sektoren hier sehr merkwürdige Dinge aufzeigen zu Tiefständen, die wir sonst eigentlich in absoluten Krisen gesehen haben. Krise ist auch das Stichwort für China. Hier will man jetzt um und bei 187 Milliarden Dollar Stimulus betreiben. Das ist zwar nett, aber natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir haben heute ja die Meldung gehabt, dass praktisch Country Garden jetzt vor einem Zahlungsausfall steht. Wir haben die Chinesen, haben die Zinsen so stark gesenkt wie seit 2020 nicht mehr. haben viele Gebühren für Aktienhandel gesenkt, hatten überlegt, sogar ein Shortverbot für Aktien einzuführen. Wir sehen, dass die Junk Bonds in China 82% in 2 Jahren gefallen sind. Man hat die Bank Deposit Rates runtergenommen, Evergrande pleite gemacht. Jetzt könnte Country Garden der nächste sein. Und jetzt macht man ein Stimulusprogramm. Mal sehen, wie das Ganze ausgeht. Die goldene Woche war so lala, was die Wirtschaft in China betrifft. Wenn wir jetzt nach Europa kommen, dann ist interessant, dass hier ja der Gaspreis extrem steigt, ist gestern schon gestiegen, heute nochmal 12% auf jetzt fast 50 Euro die Megawattstunde. Was ist da passiert? Ölpreis, aber das ist heute nicht die Erklärung, denn der Ölpreis ist heute nicht wirklich gestiegen, sondern es ist hier offenkundig ein Leck festgestellt worden bei einer Gaspipeline zwischen Finnland und Estland, und alles deutet darauf hin, dass es durch äußere Einwirkungen passiert ist. Mit anderen Worten, jemand hat hier manipuliert, sozusagen Mini Nord Stream 1 und 2, was hier passiert ist. Das ist in der Dimension noch nicht wirklich absehbar. Steckt Russland dahinter? Keine Ahnung. Jedenfalls, wenn wir nach Deutschland kommen, Deutschland fällt noch tiefer in die Rezession. Laut IWF-Prognose, außer uns schrumpft keiner, so hat mein Kollege das formuliert. Scholz, Habeck und Lindner haben uns doch das Wirtschaftswunder versprochen. Davon ist überhaupt nichts zu sehen, muss man leider sagen. Und jetzt kommt noch hinzu, wenn Frau Lagarde sagt, also der Inflationsdruck lässt nach, geht sogar stetig zurück, und sagt, die Preis-Lohn-Spirale, da könne sie nichts erkennen, dann wissen Sie, dass die Preis-Lohn-Spirale ganz sicher kommt. Sie ist schon da, aber die EZB hat ja, und vor allem Frau Lagarde hat ja auch die Inflation nicht erkannt, als sie dann schon ziemlich fett war. Jetzt hatte die EZB einen neuen Trick erfunden, warum sie für das Klima unbedingt zuständig ist, denn man hat festgestellt, nach offenkundig jahrelanger Recherche, dass der Sommer dazu neigt, die heißeste Jahreszeit des Jahres zu sein. Und dann, vor allem wenn es zu wenig regnet, so die EZB, dann würden sich bestimmte Lebensmittel verteuern, was dann die Inflation nach oben bringen würde, sodass dann die EZB eben auch für Klima letztendlich zuständig ist, weil eben dadurch, wenn es Sommer ist und die Temperaturen hoch sind und es wenig regnet, dann aufgrund bestimmter Lebensmittel, die dann teurer werden, eben die Inflation anzieht. Also wir haben eine Gewissheit, meine Damen und Herren, wenn die EZB jetzt auch noch mitmacht in Sachen Energiewende, dann ist das endgültige Scheitern praktisch zementiert. Das ist die erste Artikelempfehlung. Die zweite Artikelempfehlung, ING Deutschland trennt sich von Klimasünderkunden. Also von Firmenkunden sind hier gemeint. ING ist ja die größte holländische Bank. Also hier sagt man den Firmen, also wenn ihr hier nicht klimafreundlicher werdet, dann kündigen wir eure Konten oder eröffnen gar keine Konten. Das gilt jetzt, wie gesagt, nur für Firmenkunden, aber es ist ja sehr wahrscheinlich, dass das möglicherweise sich dann auch auf Privatpersonen praktisch ausdehnt. Jetzt stellen Sie sich ja mal vor, Sie kriegen, wenn Sie zur ING gehen, einen Fragebogen, ja, wie schaut es denn aus mit Ihrer Flatulenz, gell? Haben Sie da überdurchschnittliche Flatulenz? Denn eins ist klar, gell, da ist Methan, CH4 und Kohlendioxid, CO2, insofern sind Sie dann ein Umweltsünder, gell, und kriegen kein Konto. Also so absurd kann es durchaus noch werden. Und das ist also wirklich eine neue Dimension. Die EZB macht Klimapolitik, jetzt machen Banken Klimapolitik. Ohnehin durch Regularien der EU und der EZB sind wir hier in einer Transformation, bei der es kein Zurück gibt. Das muss klappen mit den Erneuerbaren, sonst haben wir ein Riesenthema. Klappt aber bisher nicht, weil der Ausbau der Erneuerbaren lange nicht hinterherkommt und wir eben extrem viel
letztendlich elektrifizieren werden. Der Strombedarf Deutschlands wird sich verdoppeln bis 2050. Hier noch eine Empfehlung, nachdem ich diesen ING-Artikel Ihnen mal ans Herz legen möchte. Als zweite Empfehlung, dritte Empfehlung, 7% Rendite bei hohem Risiko. Interessante Geldanlageplattform, allerdings auch nicht ohne Risiko. Keine Geldanlageempfehlung, aber schauen Sie sich das mal an, das ist auch interessant. Und eine gute Nachricht, meine Damen und Herren, ich werde noch bis Freitag Videos machen, dann sind Herbstferien hier in Hamburg, da werde ich mit der Familie verreisen, da sind Sie also von mir erlöst, natürlich zu Fuß, meine Damen und Herren, weil wenn du mit dem Flugzeug fliegst, dann hast du das Problem, dass du Klimakleber auf der Fahrbahn hast, ja, dann kommst du nicht los, jene Klimakleber, die dann am nächsten Tag selber fliegen, gell, vom selben Flugplatz aus, privat natürlich, gell, da muss man ja unterscheiden, einerseits Klimaaktivist, bezahlt von einem amerikanischen Milliardär, der dann sogar Sozialversicherungsbeiträge abführt, also sich so eine Art Klimakleber-Berufsarmee hält, aber die haben natürlich auch ein Privatleben, ne? Und dann fliegen sie heute in Urlaub, das ist ja normal, ne? Das ist, sie müssen ja auch mal unterscheiden, ne? Wenn ich zum Beispiel jetzt als Repräsentant in einer Firma Ihnen eine Watschen gebe, ja, dann ist es doch ein riesiger Unterschied, als wenn ich Ihnen jetzt private Watschen gebe, oder? Das muss man doch einmal differenzieren, muss man doch mal unterscheiden, oder? Das ist ja klar. Also das ist letztendlich das, was jetzt entscheidend ist. Sie sind bald von mir erlöst, aber 3 Tage bin ich noch voll dabei und werde meinen Senf dazugeben, auch wenn jetzt wieder viele sagen, ich ahne schon, Welt steht in Flammen, hey, du hast wieder Rallye verpasst und so weiter. Es ist, wie es ist. Ich versuche, die Dinge zu beschreiben und das kann manchen passen oder halt auch nicht. Aber ich werde mich nicht ändern und bei meiner Haltung bleiben. Jetzt sage ich Servus und Ciao.